alle sind ja mit der Geschichte der Welle groß geworden. Der Bestseller von Morton Rhue war auch Standardlektüre in meiner Schule. Und mich hat immer die Frage gereizt, beziehungsweise die Frage interessiert, was junge Menschen dazu treibt, ihre Ideale aufzugeben. Für einen Führer, für einen Lehrer, der ihnen einen Gedanken pflanzt und wo die Schülerschaft fast blindlings hinterherläuft und aus jungen Menschen kleine Nazis, Faschisten entstehen. Das Spannende an der Geschichte ist natürlich, es begann alles mit einer Frage. Es war der Geschichtsunterricht im Jahre 1967. Ron Jones hat sich mit dem Thema Zweiter Weltkrieg beschäftigt. Und Ron Jones wollte den Zweiten Weltkrieg anhand eines speziellen Ereignisses oder eines Elementes dieses Krieges erklären, nämlich des Holocausts. Die Schüler hatten wenig Vorwissen und einer der Schüler kam mit der Frage, wie konnte das passieren? Wie konnten die Deutschen das zulassen? Beziehungsweise, wie konnten sie sich nach Ende des Krieges nicht eingestehen wollen, was ist da eigentlich passiert? Wie konnten wir da zuschauen? Fast tatenlos. Und Ron Jones hat darauf geantwortet, ich zeige euch was, wir probieren was aus. Wir haben uns beim Dreh von The Invisible Line auf den Lehrer Ron Jones gestützt, auf seine Aussagen. Wir haben ihn einige Male in San Francisco interviewt, um herauszufinden, was diesen Mann dazu getrieben hat, dieses Experiment durchzuführen, was es bei ihm ausgelöst hat und wie diese Tage im Einzelnen abgelaufen sind. Im Mittelpunkt der Dokumentation steht natürlich Ron Jones, der Lehrer und Originator des Experiments aus dem Jahr 1967. Aber wir haben natürlich auch mit den Schülern gesprochen. Die Schüler, die damals an der Kabbalah High School an dem Experiment teilnehmen mussten, das waren seine Schüler im Geschichtsunterricht, sie hatten gar keine andere Wahl, aber auch seiner Frau Diana, die so ein bisschen die Stimme der Vernunft war und Ron Jones so ungefähr in der Mitte des Experiments dazu bewogen hat, es doch abzubrechen. Das Spannende an der Dokumentation, The Invisible Line, ist, dass wir herausfinden konnten, dass Ron Jones gar nicht geplant hatte, dieses Experiment über einen Zeitraum von einer Woche durchzuführen. Er wollte es eigentlich nur an einem Tag machen. Er wollte den Schülern in einer Unterrichtsstunde zeigen, wie Disziplin funktioniert. Und dann wollte er dieses Wissen anwenden, um ihnen zu zeigen, so wurde Disziplin im Dritten Reich durchgesetzt, so wurden die Deutschen in irgendeiner Art und Weise konditioniert. Und so konnten sie blindlings hinterherlaufen. Doch die Chance hatte er gar nicht. Denn als er am nächsten Tag in die Klasse kam, saßen alle Schüler mit einem, er nannte es Zipper-like Smile. Also sie hatten dieses fast stiere Lächeln im Gesicht und haben ihm einen Guten Morgen, Mr. Jones, entgegengeworfen. Und dann hat er gemerkt, okay, da hat sich irgendwas in meiner Klasse getan. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Das Spannende am Welle-Experiment ist natürlich der Kontext, der zeitliche Kontext, in dem es sich zugetragen hat. Das Jahr 1967 war einerseits das Jahr des Summer of Love, aber auch das Jahr des Summer of Revolution. Also die amerikanische Gesellschaft war in einem extremen Umbruch. Es gab die sexuelle Revolution, es gab die Bürgerrechtsbewegung, es gab Bewegungen für die Gleichstellung der Frau, aber es gab auch einen Krieg in Vietnam. Also die jungen Menschen, die damals von Ron Jones manipuliert wurden, hatten das Damoklesschwert des Vietnamkrieges über ihren Köpfen. Also es war eine Zeit, in der man unsicher war, eine Zeit, in der man Anschluss gesucht hat, eine Zeit, in der man einen gewissen gesellschaftlichen Halt gebraucht hat. Und Ron Jones' Idee war, mit der Third Wave, mit der dritten Welle, eine politische Bewegung zu schaffen, die genau das ins Auge fasst. Stabilität wiederbringt, den Menschen eine Regierung schafft oder einen politischen Führer bringt, der den Krieg in Vietnam beendet, der diese gesellschaftlichen Umwälzungen in Angriff nimmt, der Freiheit bietet, der Frieden macht. Und ich glaube, die Welle ist in demzufolge auch ein Kind ihrer Zeit. Also so muss man sie auch betrachten, in welchen politischen Umständen ist die Welle entstanden. Und da konnte Jones natürlich auf fruchtbaren Boden treffen bei den Schülern. Die Schüler waren unsicher, sie wussten nicht, wohin sich diese Gesellschaft hinbewegt. Und da konnte er mit dieser Bewegung sehr viel erreichen. Ich
Ich habe Roy Jones natürlich die Frage gestellt, wie konnte es so weit kommen? Oder warum hat keiner Halt gerufen, Jones, Sie gehen zu weit? Oder warum hat keiner von den Schülern es gewagt, aufzustehen und zu sagen, bis hier und nicht weiter, was läuft hier eigentlich? Du machst eigentlich genau das Gleiche wie Nazi-Deutschland. Und Jones hat zwei Dinge gesagt. Das erste war, es hat sich keiner getraut, in der Klasse aufzustehen und zu opponieren, weil er ihn mit einer schlechten Note gedroht hat. Und alle, die die Stimme erhoben haben, wurden des Raumes verwiesen. Sie wurden nämlich in die Bibliothek geschickt, gewaltsam. Das zweite war, die Lehrerkollegen fanden es großartig. Sie fanden die Disziplin gut, sie fanden den neuen Unterrichtsstil gut, sie fanden es faszinierend, was da auf einmal für eine Begeisterung für den Geschichtsunterricht entstanden ist. Und er hätte sich gewünscht, dass einer aufsteht von den Lehrern oder von den Direktoren und sagt, Jones, Sie gehen zu weit. Aber es ist keiner aufgestanden. Ja, trotz der Tatsache, dass die Ereignisse von Kabbalah, die Geschichte der Welle, über 50 Jahre her ist und sich in Nordkalifornien zugetragen haben, merken wir natürlich, dass die Mechanismen, die Ron Jones angewendet hat, auch heute genauso funktionieren. Und genau das beweist das Experiment. Es ist nicht an einen Ort gebunden, es ist nicht an eine Nation gebunden, es ist nicht an ein Land gebunden. Das sind Dinge, die wir immer und immer wieder erleben. Es ist in einer Art und Weise ein natürlicher Trieb des Menschen. Menschen sind Herdentiere. Wir lassen uns verführen, wir lassen uns manipulieren. Wir rennen Ideen hinterher, weil wir uns wohlfühlen. Faschismus ist wie ein Spiegel, der uns schöner erscheinen lässt. Und so ging es den Schülern auch in Kabbalah. Und so geht es ganz vielen Menschen, die populistischen Führern in Deutschland, in Amerika und im Rest der Welt hinterherlaufen. Man glaubt, sich besser zu fühlen. Man grenzt sich ab von den anderen. Man bekommt das Gefühl von wir gegen die anderen. Man wird in seinem eigenen Sein bestärkt. Und das suchen Menschen immer wieder. Sie wollen Wertschätzung, sie wollen Anerkennung, sie wollen einen Platz in der Gesellschaft. Und genau das hat Ron Jones den Schülern damals in der Klasse gegeben. Und das finden wir heute genauso bei populistischen Führern weltweit. Wenn wir uns die Frage stellen, ob das Welle-Experiment heute genauso funktionieren würde wie vor 50 Jahren in Kabbalah, muss man, glaube ich, leider antworten, ja. Wenn wir uns die weltpolitische Lage ansehen, wenn wir uns die Mechanismen und die Tricks rechtsextremer Politiker ansehen, dann findet man immer wieder Elemente aus der Welle. Es ist der Wunsch nach Disziplin, es ist der Wunsch nach Ordnung, es ist der Wunsch nach Gleichschaltung. Alles Dinge, die Jones in wenigen Tagen den Schülern beigebracht hat, finden wir heute, wenn wir die Nachrichten uns genau betrachten, genauso bei populistischen Führern. Es ist die Reduzierung auf wenige Worte, auf wenige prägnante Sätze in der Kommunikation. Jones bat seine Schüler, in 3 Worten und weniger zu antworten. Genau das, es sind einfache Gedanken, einfache Antworten. Und genau das finden wir heute wieder. Es ist dieser Wunsch, Teil eines großen Ganzen zu sein. Hat Ron Jones vermittelt, gibt es heute genauso wieder. Teil einer Bewegung zu sein, Teil von etwas Starkem, von etwas Großem zu sein, mit einer Vision. Jones hat mit Visionen, mit Ideen gehandelt, um seine Schüler zu manipulieren. Das finden wir heute genauso wieder. Ob es in einem Klassenzimmer in wenigen Tagen funktionieren kann in der Art und Weise, das können wir nicht sagen. Aber wir sehen es natürlich in Gesellschaften. Ganze Länder, ganze Nationen. Schauen wir uns den Brexit in England an. Ein ähnlicher Wellemoment, wo Leuten ein Gedanke vermittelt wurde, sie müssen Europa verlassen und man dann irgendwann mal aufwacht und sagt, oh Gott, was haben wir eigentlich gemacht? Jetzt stehen wir ganz alleine da. Ich hatte die Möglichkeit, Ron Jones mehrere Male in San Francisco zu treffen. Und er ist eine extrem spannende Persönlichkeit. Natürlich geprägt von den Ereignissen im Jahre 1967, von seinem Experiment. Aber insgesamt ist Ron Jones ein extrem politischer Mensch. Aber auch ein Mensch, der von Herzen Pädagoge ist. Also er liebt es, junge Menschen zu unterrichten, jungen Menschen was beizubringen. Und das war auch damals sein Beweggrund. Den jungen Schülern zu zeigen, was es bedeutet, Teil einer Bewegung zu sein, was es bedeutet,
sich verführen zu lassen, was es bedeutet, über den Tellerrand hinauszublicken. Und Ron Jones war bekannt für seine Experimente, für seinen experimentellen Unterrichtsstil. Den hat er schon davor angewendet, den hat er auch danach angewendet. Und er hat die Schüler immer so ein bisschen an den Rand dessen geschubst, was sie sich zugetraut haben, was sie für möglich gehalten haben, um einfach ihren Horizont zu erweitern. Der große Nachteil für Ron Jones, er hat danach seinen Job verloren. Das wurde nicht gutiert von den Schulbehörden. Und überall, wo er angefangen hat zu arbeiten und diesen modernen Unterrichtsstil eingebracht hat, wurde er leider rausgeschmissen. Hat aber nie aufgegeben, junge Menschen zu fördern, jungen Menschen ein freies, kritisches Denken zu ermöglichen. Und so habe ich ihn auch heute kennengelernt, mit 80 Jahren. Er ist ein Mensch, der kritisiert, ein Mensch, der gerne aneckt, ein Mensch, der aber auch diskutiert und andere Meinungen akzeptiert. Und für mich persönlich ein unglaubliches Vorbild. Tragischerweise wurde Ron Jones wenige Zeit nach dem Experiment von der Kabbalah High School geworfen. Es war eine Reihe von Gründen. Sein experimenteller Unterrichtsstil hat den Schulbehörden nicht gefallen. Aber natürlich hat das Experiment auch eine Rolle gespielt. Und dieser Verlust dieser Stelle, aber auch das Gefühl, dass er seine Schüler in irgendeiner Art und Weise verraten und betrogen hat, beschäftigt ihn bis heute. Er hat mir mehrere Male gesagt, er würde das Experiment nie wieder machen. Er würde es nicht zulassen, dass es jemand anders macht. Er hat oftmals Anfragen bekommen von Fernsehsendern, von Gameshows, kann man das nicht nochmal machen? Mr. Jones, wie haben Sie das gemacht? Was ist Ihr Geheimnis? Und er hat gesagt, nein, ich mache das nie wieder. Ich habe da was mir persönlich entdeckt und ich habe was in meinen Schülern entdeckt. Das möchte ich nicht mehr wecken. Diese Geister möchte ich nicht mehr rufen. Ja, das Spannende an den Aussagen der Schüler von damals ist natürlich, dass jeder einen anderen Blick auf das Experiment hatte. Es gab Schüler, die waren extrem kritisch von Anfang an. Die haben gemerkt, da ist doch irgendwas im Busch. Was hat denn Ron Jones mit uns vor? Das ist doch wie in Nazi-Deutschland. Da können wir doch nicht einfach so mitrennen. Warum verstehen das die anderen nicht? Es gab auch manche, die das völlig blauäugig gesehen haben. Die haben sich wohlgefühlt in der Gruppe. Die haben endlich ihren Platz gefunden. Was sie aber alle gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass sie eine extrem wichtige Lehre daraus gezogen haben. Jeder eine andere für sich. Aber 50 Jahre nach dem Experiment sagen sie fast unisono, dass es das wichtigste Ereignis ihrer Schulkarriere war, wenn nicht das wichtigste Ereignis ihres Lebens, und dass sie die Menschen sind, die sie heute sind, nur Ron Jones zu verdanken haben. Politische Menschen, kritische Menschen, Menschen, die nachfragen, die sich nicht verführen lassen, die großen Gruppierungen oder Parteien oder Bewegungen sehr kritisch gegenüberstehen. Also für alle ein ganz entscheidendes Element in ihrem Leben, das sie nicht vermissen möchten. Wenn wir uns die Frage stellen, ob das Third-Wave-Experiment von Ron Jones richtig oder falsch war, würde ich natürlich mit dem Wissen, das ich habe von den vielen Gesprächen, die ich geführt habe, würde ich sagen, ja, es war richtig. Es war eine ganz entscheidende Lehre, nicht nur für die Schüler damals und die Familien, die davon im Nachgang beeinflusst wurden, sondern es war auch die Vorlage natürlich für eine Schulbuchlektüre, ein Klassiker der Weltliteratur, wenn man so sagen mag, millionenfach verkauft. Ganz viele Leute wurden davon beeinflusst und es wurde vielen Leuten auch näher gebracht, wie schnell sowas gehen kann. Es gab diverse Verfilmungen, es gab Theaterstücke. Also die Welle hat unglaubliche Wellen geschlagen. Das darf man nicht vergessen. Es hat nicht nur die Menschen in Kabbalah in Palo Alto beeinflusst, sondern es hat weltweit Menschen zum kritischen Denken, zum Nachfragen, zum Hinterfragen veranlasst. Also so betrachtet natürlich die absolut richtige Entscheidung und er hat ein wichtiges Zeichen gesetzt. Wenn man Ron Jones fragen würde, würde er sagen, er hat den größten Fehler seines Lebens gemacht. Fragt man die Schüler, würden sie sagen, es war die wichtigste Lehre, die wir jemals bekommen haben und Ron Jones ist der beste Lehrer, den man hätte sich vorstellen können.